Hallo! Bei der Vorstellung des neuen Gotteslobes sind wir mittlerweile bei Nummer 140 angekommen. Ich habe im letzten Video über die deutschen Ordinarien geredet und auch noch was zu dem Vidiaquam und zum Asperges gesagt. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo von der Eröffnung an bis zu den Schlussliedern eigentlich jede Station in der Messe einzeln durchgegangen wird mit entsprechenden Liedern, die dazu passen. Und die Eröffnungslieder folgen hier, wie gesagt, ab Nummer 140 und das erste ist »Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit«. Das ist ein Wechselgesang, der schon im alten Gotteslob stand, deswegen glaube ich, muss ich ihn nicht anspielen. Es ist übrigens eine Übertragung von Psalm 95, also dem Invitatoriumspsalm letztendlich, der also zu Beginn des täglichen Stundengebets steht. Nummer 141 ist eine Antiphon, auf Lasst uns jubeln dem Herrn. Das ist natürlich die Antiphon schlechthin, die man dann Psalm 95, Vers 1 betrifft. Ja, danach haben wir das Lied 142. Zu dir, oh Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen. War im alten Gotteslob auch drin gestanden. Ich glaube, 462 war da die Nummer. Und das ist, ich weise gerne darauf hin, eigentlich der Gesang des ersten Adventes. Also wenn man ein Graduale Romanum oder ein Graduale Triplex aufschlägt und schaut, erster Advent, Introitus, heißt dort der Introitus, Ate levavi, Domine, anima meam. Und das ist genau hier dieses Zitat aus Psalm 25 und gehört eigentlich dahin, wird bei uns aber im Grunde als ganz normaler Eröffnungsgesang durch das Jahr gesungen. Ich wollte es nochmal sagen, weil falls jemand am ersten Advent mal einen Liedplan vorzubereiten hat, das wäre durchaus eine Option, mal auch so eine alte Verankerung wiederzulegen in dieser deutschen Übertragung. Ja, auf Nummer 143 folgt dann mein ganzes Herz, erhebe dich. Ist auch wieder eine Psalmenübertragung. Ich werde übrigens dann nochmal was Eigenes zu Psalmenübertragung sagen. Aber ich weise jetzt schon darauf hin, ich finde es grandios, was ich da entdeckt habe. Wir haben hier, das ist die Seite 1225, allerdings ist das jetzt vom Bistum Würzburg, das kann also variieren. Hier haben wir ein Verzeichnis biblischer Gesänge, also Lieder, die irgendwie mit Bibelzitaten zu tun haben. Und vorne drin im Gotteslob sind die Psalmen selbst, also aufgezeichnet, welche eben wo zu finden sind. Und dann kommt hier gleich in der Rubrik B Psalmen Lieder. Und da stellen wir fest, dass wir eigentlich eine gute Seite Psalmen Lieder haben. Zum Beispiel Psalm 19, dein Lobherr ruft, ruft der Himmel aus, Nummer 381. Ja, oder was ich zum Beispiel komischerweise immer zum Gloria hören muss, wäre jetzt, nun lobet Gott im hohen Thron, das ist eigentlich Psalm 117, ja, lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Und so kann man, es kommt ja gerne so die Ausrede, ja, wir haben keinen Kantor da, wir können den Psalm nicht machen. Da kann sich durchaus ein Blick hier in diese Rubrik lohnen, weil manchmal ist der Psalm einfach in Liedform vorhanden. Dann ist es natürlich völlig legitim, auch das Lied zu nehmen. Nur was halt nicht geht, ist dieses typische Strophe 3 vom Eingangslied, weil mir nichts Dummes einfällt. Ja, aber wie gesagt, ich wollte mich nicht schon wieder über Messreihen und Co. aufregen. Ja, also, mein ganzes Herz erhebe dich ist aus Psalm 138. Danach haben wir nun jauchzt dem Herrn alle Welt, ist natürlich aus Psalm 100. Kennt auch jeder. Und dann Nummer 145. Ach Schmalz, wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Die Schubert-Messe hat's, ja, wie sagt man das jetzt, in Versatzstücken ins neue Gotteslob geschafft. Man wird sie so am Block nicht finden. Wir im Bistum Würzburg hatten ja, zwei Drittel der Lieder aus der Schubert-Messe, so bei 925, also ganz weit hinten im letzten Anhang, der da noch irgendwie mal reingebastelt wurde, mit drin. Hier im Erzbistum Bamberg, wo ich mich momentan befinde, da war jedes einzelne Lied schon länger im Gotteslob. Und hier hat man sich jetzt dazu entschieden, die eben entsprechend der Struktur des neuen Gotteslob die einzelnen Lieder auch dann an die Stellen reinzusetzen. Deswegen kommt das Eröffnungslied der Schubert-Messe eben bei den Eröffnungsgesängen und das Schubert-Heilig. Ich habe es zwar jetzt noch nicht überprüft, aber ich bin ziemlich sicher, dass das dann bei den Sanctus-Gesängen irgendwo zu finden ist. Ja, das wird sicher auch manche frustrieren, dass sie das nicht mehr am Block haben. Ich kommentiere das jetzt nicht.
Ja, dann haben wir unter 146 ein neues Lied. Das heißt, du rufst uns her an deinen Tisch. Wir haben das mal in Würzburg als Lied des Monats präsentiert bekommen und haben es lustigerweise immer zur Gabenbereitung gesungen. An die Kirchenmusiker kann ich gleich sagen, das muss man ein kleines bisschen üben, wenn man nicht ganz gewandt ist. Es klingt folgendermaßen. Du rufst uns her an deinen Tisch und schenkst uns selber ein. Du bist das Opfer für die Welt, bezeugt durch Brot und Wein. Der erste Teil. Ich hack hier gleich ein, weil man wird hier sehen. Ich versuche jetzt nochmal, ob man sowas erkennen kann, wenn ich das reinhalte. Das fängt hier auf dem kleinen H an und bei der Wiederholung endet es auf dem H1. Kann ich das jetzt auf dem Kopf sehen? Ja. Und wenn man dann wieder zurückspringen muss, muss man im Grunde komplett eine Oktave das ganze Geraffel wieder nach unten verlagern. Aber bei dem Tempo dieses Liedes kann das sein, dass man das üben muss, weil das einfach ein bisschen zügig geht. Ja, und dann der zweite Teil des Liedes. Ich gehe mal ein bisschen runter. Sorry, es ist früh am Morgen. Ich kann noch nicht so dolle singen. Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. Unsere Gemeinden haben dieses Lied sehr gut angenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch so in den Reigen der späteren Evergreens eingehen kann. Nummer 147, Herr Jesu Christi zu uns wendt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im alten Gotteslob. Kommt aus dem protestantischen Bereich. Herr Jesu Christi zu uns wendt, dein Heiliger Geist du zu uns send, mit Lieb und Gnade unsere Gier und uns den Weg zur Wahrheit führ. Ja, ich mag ja durchaus, also ich bekenne mich zu den reformatorischen Rhythmen, die mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch der alte Rhythmus etwa von Ein feste Burg ist unser Gott, finde ich traumhaft schön. Oder König ist der Herr, das ist jetzt hier im Neuen Gotteslob zum Beispiel nicht mehr drin, aber bei uns im Würzburger Anhang. Aber die Gemeinden tun sich sehr schwer damit. Also wird man mit diesen Liedern seine Freude haben. Oder eben auf Dauer nicht, weil man sie nicht mehr singt. Ja, dann noch ein neueres Lied, 148. Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, denn der Herr will unter uns sein, er will unter den Menschen sein. Ja, nochmal angedeutet, 149, liebster Jesu, wir sind hier, hinlänglich bekannt. Und dann haben wir abschließend noch einen Ruf. Jerusalem, rühme den Herrn, lob singe Zion deinem Gott. Aus Psalm 147, 12. Jerusalem, rühme den Herrn, lob singe Zion deinem Gott. Ja, und mit der Nummer 150 sind die Eröffnungsgesänge abgeschlossen und wir schreiten zum Kyrie. Und dazu gibt es dann wieder ein neues Video. Dankeschön.